Hallo, ihr Quirlinge! Weiter geht's mit Nokori in Pathfinder Wrath of the Righteous. Wir schreiben den 13. Lamashan, 18.42 Uhr, bevor die Gefährten sich wieder in Bewegung setzen und damit auch die Zeit. Ist General Setsuna Shoy eigentlich damit betraut, diese Dämonenarmee anzugreifen, aber die ist eine Dämonenarmee mit einem General. Und ich habe mir schon mal angeschaut, was der General kann. Das kann man hier leider nicht sehen. Ich kann zwar bei den Truppen genau mir angucken, was die so alles können. Aber der General, da sehe ich nur, dass er halt existiert. Und dass er ein Zauberer ist, das sehe ich hier oben an der Flamme. Und deswegen bin ich mal reingegangen in den Kampf und weiß deswegen, dass also ein blitzender General ist, ein blitzewerfender General. Und da erscheinen mir die Verluste zu hoch im Augenblick. Deswegen lassen wir die mal schön da stehen, wo sie ist. Die ist zu schwer im Moment. Diese Armee, deswegen sollten wir eher versuchen, mit Setsuna Shoy ein bisschen weitere Wege auszukundschaften. Also das hier wird bestimmt da unten hinführen. Aber wo führt das hier hin? Aha. Ah, Aschengrotte, was ist das? Die nackten Knochen von Menschen und Tieren liegen vor. Okay, naja. Guckt sich Nokori dann mal an bei Gelegenheit. Ja, damit sind deine Bewegungspunkte erschöpft. Die anderen Armeen möchte ich eigentlich gar nicht ziehen. Das heißt, die Helden sind wieder am dransten. Ja. Wenn ich schon mal hier bin, möchte ich gerne das flache Grab plündern. Ich weiß aber nicht genau, wo man da hin muss. Ach, doch hier lang wahrscheinlich. Gut. Ja, das ist ein Kritikpunkt, den ich am Spiel habe. Wir haben hier auf dem Weg irgendwo dieses flache Grab entdeckt und brauchen jetzt von dem Ort, von wo aus wir es entdeckt haben, bis dahin, wo es ist, ungefähr 21 Uhr. Bau die zentralen Stallungen im Mittelspiel. Hier die Reagenzien. Wir brauchen 3-4 Stunden Fußmarsch. Also wir haben auf eine Entfernung von 3-4 Stunden Fußmarsch in unwegsamem Gelände abends auch noch ein flaches Grab entdeckt. Das hat die Nordland-Trilogie Schwarze Auge, das hat die besser gemacht. Da hatten wir auch solche Begegnungen auf der Überlandkarte. Da war es aber so, dass am Weg etwas passierte. Da wurde dann auch heimlich auf Sinnenschärfe gewürfelt. Und dann haben die Helden am Wegesrand etwas entdeckt. Das hätte dann hier geheißen, ihr entdeckt hinter den Gebüschen am Wegesrand frisch aufgeworfene Erde, tretet näher und findet ein flaches Grab und so weiter. Und dann kann man dann reagieren. Aber dann wäre es logisch, dass die Helden das entdecken. Dass sich hier auf mehrere Stunden Fußmarschentfernung im Dunkeln, in unwegsamem, unbekannten Gelände ein flaches Grab ausmachen kann, das kaufe ich rollenspielerisch nicht ab. Das hätte man auf dem Weg machen müssen, so wie dieser Encounter, wenn ich auf irgendwelche Dämonen stoße. Ja, das gefällt mir nicht so gut. Das hätte man besser machen können. Egal. Jetzt haben wir das. Jetzt würde ich ganz gern nach Dretzen zurück. 15 Stunden. Und alle erschöpft. Nein, wir reisen weiter. So, Moment, schließen. Jetzt ist schon wieder 18.27 Uhr. Jetzt können wir die Armee nochmal weiterführen. Die ist ja hier. Ah ja, hier ist eine Kreuzung irgendwie. Ich sehe hier überhaupt nichts. Ich nehme an, hier geht es nur runter, aber gucken wir uns das mal an. Ja, genau. Okay. Die Viererarmee, die muss mal weg. Ich sehe ja nichts. Geh mal da weg. Ach, hier ist zwar ein Punkt, aber da ist keine Verbindung. Das ist auch interessant. Oder ist da eine Verbindung? Nee, ist da nicht. Na gut, dann hier in die Richtung weiter marschieren. Da oben ist eine Fünferarmee. Da ist eine Sechser. Hey, 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 hey.
Neu rekrutieren können wir nicht. Na gut. Ja, Nokori ist unterwegs gewesen. Wir sollten uns kurz wieder um die Kreuzfahrbelange kümmern. Ah ja, hier. Wir können nach Norden aus Dretzen raus und können dann damit das da erreichen. Das ist das nächste Ziel der Kommandantin. Aber vorher betreten wir Dretzen. Und auch gleich in die Zitadelle. Und da kommt jemand. Jemand mit schickem Hut. Tabordine. Du siehst einen Keliden, etwa 50 Jahre alt, gewandet in einen Wams, der älter aussieht als sein Besitzer. Er war bestimmt einmal teuer, doch jetzt ist er abgetragen und geflickt. An seinem Gürtel hängt ein Schwert ohne Scheide und die Rostschicht darauf ist so dick, dass die Waffe eher an einen Knüppel gemahnt. Sein rotes, aufgedunsenes Gesicht, die poröse Nase und die dunklen Augenringe legen nahe, dass er ein starker Trinker ist. Als er den Mund zum Sprechen öffnet, bestätigt der Gestank abgestandenen Alkohols in seinen Atem deinen Verdacht. Und das auf diese Entfernung, einmal längs über den Tisch. Eieiei. Und er sagt, ihr seid also der, die Kommandantin, was? Hübsch habt ihr es hier, für die Rosen ist deran verantwortlich. So viele Wände und polierte Möbel, robust, lobenswert. Ich werde euch dafür einen Orden verleihen. Jetzt muss ich echt überlegen, wie ich darauf reagiere. Nokori ist erschöpft. Die ist gerade erst nach dieser ganzen Wanderung aus Aschbeere und zuletzt dieses Ausbuddeln von diesem flachen Grab jetzt hier wieder angekommen. Wollte eigentlich kurz schauen, was mit den Erlassen ist. Und dann kommt dieser Typ hereingestolpert. Ist sie jetzt mies drauf oder ist sie nicht mies drauf? Ah, das ist eine schwierige Entscheidung. Okay, also ich ziehe jetzt noch einmal die Azata-Karte und denke mir, sie reagiert darauf noch spöttisch gut und noch nicht allergisch, aber wenn der noch einen Spruch bringt, dann war's das. Ein Orden, ihr seid zu gütig. Nicht der Rede wert, ich bin eine großzügige Seele. Aber ich bin auch gerecht. Ich verteile Orden und Strafen, wie es mir beliebt. Wer ich bin? Jedenfalls kein gewöhnlicher Bürger. Der Mann ächzt, als er sich aufrichtet und nimmt eine stolze, edle Haltung ein, soweit es seine Gebrechlichkeit erlaubt. Es wird euch freuen zu erfahren, dass ich Tabardine Quintissimus Hierophantel bin, rechtmäßiger Thronerbe von Itz und ganz Sarkoris. Wissenweltwurf erfolgreich, schön. Daher, jeder weiß, dass in Sarkoris noch nie ein König geherrscht hat und in Itz gibt es auch keinen Thron. Woher wollt ihr das wissen? Wart ihr schon mal in Itz? Habt ihr es mit eigenen Augen gesehen? Nein, wart und habt ihr nicht. Und deswegen kann es durchaus sein, dass es einen gab. Mein Papa hat mir oft von dem Thron im Palast erzählt. Er war ganz aus Gold und geschmückt mit allem möglichen Schmuck. Also Diamanten und Feuerameisen, Rubine und Pestbeulen. Niemand konnte seinen Blick davon abwenden. So ein Thron war das. Und er gehört mir, rechtmäßig mir. Könnt ihr euren Thronanspruch beweisen? Nokori glaubt ihm kein Wort. Natürlich! Wir sind nicht irgendwelche Schwindler, wir haben Beweise. Hier seht! Er zieht das verrostete Schwert aus dem Gürtel und zeigt dir den Griff, auf dem ein völlig verblasstes Wappen angebracht ist. Das dargestellte grinsende Tier ist höchstwahrscheinlich ein schäbiges Opossum. Hier! Der königliche Smilodon ist das alte Symbol der Herrscher von Sarkoris. Außerdem habe ich eine Warze auf meiner Brust. In Form einer Krone. Natürlich bin ich der Thronerbe. Und alle, die mir nicht glauben, sollen sich verziehen, das sage ich euch. Sie sollen zu den Pulura-Fällen gehen, wo alle Könige von Sarkoris begraben liegen. Dort steht mein gesamter Stammbaum in Stein gemeißelt. Geht und lest selbst. Die Pulura-Fälle, was ist dort? Davon hat Nokori noch nichts gehört. Seid ihr taub oder wie? Ihr solltet einen Kiefernnadelaufguss zu euch nehmen. Das wirkt Wunder für eure Ohren und Augen. Ich sage euch, alle toten Könige von Sarkoris liegen dort begraben.
in Mausoleen, Gräbern und diesen, wie heißen die gleich? Obelisken, genau. Und dort steht auch alles geschrieben. Über meine Ahnen und mich selbst. Mhm. Da ist seit 70 Jahren keiner bestattet worden, aber die haben Wort über dich was geschrieben. Der du 50 bist. Alles klar. Seht's euch an, dann wird euch alles klar. Nach geltendem Recht bin ich der König. Mhm. Nokori ist eher amüsiert, weil das offensichtlich immer abwegiger wird, was ihr hier geboten wird. Was steht euch denn eurer Meinung nach zu? Wir sind einfache Leute. Wir brauchen nicht viel. Das heißt, nein, das habe ich nicht gemeint. Wir sind keine einfachen Leute, überhaupt nicht. Und wir brauchen sehr viel. Ein Königspalast, ein Thron, Ländereien. Aber das kann alles warten, bis ihr Itz zurückerobert und alle Dämonen vertrieben habt. Für den Augenblick würde mir eine königliche Residenz hier in Dretzen genügen. Ein Platz zum Schlafen und warme Mahlzeiten. Das wäre schon mal ein Anfang. Mhm. Als Trickster könnte man hier auf irgendwie eingehen, aber jetzt habe ich nur noch diese eine Option. Und die passt jetzt auch, weil langsam reicht's nur Kori, weil der nicht einfach irgendwann aufhört mit seinem Schmierentheater, sondern immer weitermacht. Und deswegen, ich verstehe, Soldaten, werft diesen Hochstapler hinaus. Hey, hey, warum? Wie könnt ihr nur? Was seid ihr nur für eine Kommandantin? Ja, eine, die sich nicht verarschen lässt von einer kronenförmigen Warze. Du Kretin. Mann, oh Mann. So. Erschöpfung hin, Erschöpfung her und auch Camellia auf dem Ladebildschirm hebt Nokoris Stimmung nicht. Wie gut, dass sie diesen Bildschirm nicht sieht. Wir gucken mal, was hier herumtreiber. Ach du meine Güte. Ja, was wir hier alles haben und machen können. Ein neues Ereignis. Eine große Menge armer, kranker und einfältiger Leute ist in Dretzen angekommen und bittet um Einlass. Ihr Leben ist hart und sie haben kein Zuhause, also möchten sie wenigstens als Helden sterben. Aber die Kreuzfahrer wollen nicht Seite an Seite mit diesen Herumtreibern kämpfen. Hm. Nimm sie in die Armee auf. Ach, gib ihnen Arbeit an der Heimatfront. Schick sie nach Mende mit besten Grüßen an den Kronrat, genau. Und ein Krankenhaus einrichten. Wir haben doch schon ein Krankenhaus im Bauen, oder? Das ist noch nicht fertig, aber ich glaube, ich habe eins gebaut. Oder ist das schon fertig? Keine Ahnung. Also, Nokori würde sie nicht in die Armee aufnehmen. Zumindest nicht in ihrem jetzigen Zustand. Sie hier irgendwo arbeiten zu lassen, ja, das wäre rollenspielerisch für sie die zweitbeste Option. Sie nach Mendev zu schicken, da hat sie jetzt aber auch, nee, das wäre auch ungehörig. Sie will tatsächlich jetzt ihr Verhältnis zum Kronrat nicht noch mehr belasten, als ohnehin schon mit ihrer Entscheidung, diesen Geistlichen da einzuladen und statt zu Ehren von Gallfrei irgendeine Parade abzuhalten. Das hier geht sowieso nicht. Krankenhaus einrichten wäre tatsächlich ihre erste Wahl. Und jetzt gucken wir mal spielmechanisch. Die Kreuzzugsmoral steigt um 1. Das Materialpunkte-Einkommen steigt um 5. Das ist schön. Das zweitbeste hier. Das Materialpunkte-Einkommen steigt um 1. Die Kreuzzugsmoral sinkt um 20. Boah, das ist ganz schön übel. Sie in die Armee aufzunehmen. 100 Rekruten werden im Hauptquartier der Kommandantin angenommen. Die Kreuzzugmoral sinkt um 10. Und hier, das macht gar nichts. Also, ja, wir bauen ein Krankenhaus. Arushale hat ein Krankenhaus für die armen Seelen in Dretzen eingerichtet. Die Heiler kümmern sich dort um die Kranken und sie helfen im Gegenzug den Nachschubeinheiten. Naja, immerhin. Was haben wir jetzt hier? Hilfe der Ausgestoßenen. Aha. Ach so, das ist jetzt permanent. Weil wir denen geholfen haben, sind die jetzt permanent da und tun im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein bisschen was, um den Kreuzzug mit ein paar Gütern zu versorgen. Gut. So, das erledigt. Erlasse. Ehre den Helden. Kreuzzugmoral steigt. Ach, das ist wegen meiner Entscheidungen, glaube ich. Das religiöse Festmahl. Oh,
auf einmal ist eh nicht, geht alles nicht. Das hier ist Festigung diplomatischer Beziehungen. Wir können nichts machen, weil alle Kreuzzugswerte irgendwie in Beschlag sind. Wir haben ja die Hände, hier Tic-Tac-Toe, die gekreuzten Schwerter und die Krone. Das sind genau die vier hier. Also wir können im Moment gar nichts machen. Aber ich sehe, dass wir, was Diplomatie angeht, einen Rangaufstieg machen können. Das heißt, Konomi kommt bald wieder und will irgendwas von uns wissen. Und egal, wie ich mich entscheide, nein, nicht egal, wie ich mich entscheide, aber so, wie ich mich entscheiden werde, gibt es wieder Ärger. Super. Also, das alles nicht. Wie sieht's denn hier in Dretzen aus? Da sind ein paar Dinge fertiggestellt, aber auch nur ein paar. Das Krankenhaus ist erstaunlicherweise schon fertig. Teleportationskreis. 3 Tage. Heiligtum 3 Tage. Alchemistenlabor 1 Tag. Die zentralen Stallungen sind ebenfalls fertig. So. Das ist am Bauen. Das ist am... Achso, mal 1 heißt, dass wir das schon haben. Ja. Die Ingenieurwerkstatt wäre interessant. Ein Wachturm. Können wir uns leisten. Sollten wir uns womöglich auch leisten. Aber es gab in den Kommentaren den Hinweis, den ich auch unterstütze, dass man, wenn man schon irgendwann eine Ingenieurswerkstatt bauen möchte, dass man sie so früh wie möglich bauen sollte, weil das ja entsprechend dann die Preise für alle weiteren Bauwerke senkt. Hoffentlich nicht nur in Dretzen, sondern auch in allen anderen Orten, aber das ist nicht sicher. Ach so, doch, ist sicher, weil hier steht, es kann insgesamt nur eine Ingenieurwerkstatt gebaut werden. Also insgesamt in der Stadt oder im ganzen Spiel? Das ist eine gute Frage. Also, wenn ich an einem anderen Ort auch noch eine bauen kann, dann wirkt das offensichtlich nur für den jeweiligen Ort, wo sie steht, was nicht ganz unlogisch wäre. Wenn es wirklich im ganzen Spiel nur eine geben darf, dann wirkt sie wohl auch auf alle anderen Standorte, wo ich Bauaktivitäten entfalten kann. Wir haben 3000 Geldmittelpunkte, 600 kommen dazu. Material brauchen wir für die Ingenieurswerkstatt 300. 100... 208 müsste ich kaufen. Wenn ich 208, also geht wieder Gold. Ach, na gut. 208. Kostet mich 5000. Mache ich. Habe ich das jetzt? Ja. Und damit wird die gebaut. Die kann ja irgendwo stehen. Also beispielsweise da. Und dann werden die nächsten Dinge vielleicht ein bisschen billiger. So. Raus hier. Und auch raus hier, denn erst in 3 Tagen können wir neue Dinge entscheiden. Gut. So, das heißt, wir werden jetzt Nokori ins Bett schicken. Und uns mal anhören, was die Gefährten so für Gespräche führen. Hier. Während dieser Pause. Ich bleibe beim Steckerlfisch. People excel at forgetting their own. Forgetting people like us under the ground. Or you freezing outside their window.
It's not their fault. Who can think of another's pain when they're hurting and afraid all the time? So. Dann mal wieder aufbrechen. Jetzt zu diesem Bergkamm über Dretzen, wo Aibu was gesehen haben will. Also, Gebiet verlassen. So, erstaunlicherweise ist euer... Ihr habt noch die Dämonenpest, aber eure Auswirkungen sind irgendwie weg. Dann nehme ich euch beide mal mit dazu, dass wir jetzt endlich mal diese Krankheit wegkriegen von euch. Genau, dann passt es ja auch wieder. Haben wir wieder alles dabei, was wir brauchen. Relativ wenig Zauberei haben wir jetzt. Nur so ein bisschen Klerikerkram. Naja, gut. So, hier. Ein malerischer Felsen ist zur Heimat der Verbündeten der Kommandantin geworden, die sich von den Mauern von Dretzen und den Regeln eines offiziellen Kreuzzugs zu sehr eingeengt fühlen. Klingt eigentlich nach Woljew. Möchtest du dort betreten? Ja, das möchte ich. Hof der Kommandantin, so, so. Was ist das hier? Egal. Wir sind hier offenkundig nicht in Gefahr. Darum erstmal alle Ruhe die Krankheiten heilen. Das hat funktioniert. Und das nicht. Ach, Soziel. Ach, Mensch. Sechs gewürfelt. Oh, naja. Wer ist das hier? Die Karte ist aufgedeckt. Das spricht auch dafür, dass wir hier keine Gefahr haben im Moment. Das ist ein riesen Lärm. Mensch. Ilkes. Tal. Aranka. Ach, Aranka, die kennen wir. Maestro Aventurina, der ist von Dere. Ein Pony. Wer schreit hier so? Hier ist eine Grube. Und irgendwo gab es auch noch eine Ruine hier oben. Die sollten wir uns auch nochmal näher anschauen. Aber erstmal suchen wir das Gespräch. Ja, wir reden mal mit denen, die wir kennen. Und das wäre aus meiner Sicht zuallererst und als einzige Aranka. Wo guckt er eigentlich hin? Was ist ja so spannend an diesem Ding? Als du dich näherst, verstummt der Lärm auf dem Kamm für einen Augenblick, ehe er dann aufs Neue anschwillt. Da ist sie ja! Ja, seht euch die Schmetterlinge an! Die sind gerade gar nicht da! Und da Ivo. Hallo? Es gibt ja auch einen Drachen! Ich bin viel interessanter als ein Schmetterling und ich habe nur Kori überhaupt erst gebeten, herzukommen. Wer ist ein braver kleiner Drache? Aibu ist ein braver kleiner Drache. Und Arushale hält plötzlich inne und tritt hinter dich. Sie sieht sehr verlegen aus. Ich weiß, wer sie sind. Aber was, wenn sie... Ich meine, ich bin eine Dämonin und... Du siehst deine alten Freunde, die drei desnischen Adepten aus Kenapres, ah ja, die kennen wir auch, richtig, an der Spitze der Menge stehen. Nokori, endlich! Als wir hörten, was in Dretzen passiert ist, sind wir sofort hergeeilt. Wir haben auch Freunde mitgebracht, wobei wir einige von ihnen gerade erst kennengelernt haben. Oh, die müssen bei Anevia dringend durch die Durchleuchtung. Ilkes war einer der Desna-Geweihten, richtig, jetzt erinnere ich mich. Ich darf sie euch vorstellen. Mätresse Ola de Vara, die illustre verbannte Alchemistin. Diese formidablen Krieger sind Halblinge aus dem Tempel von Kaldira Zuzaristan, der Göttin des Kampfes und der Verwegenheit. Das ist der berühmte Straßenkünstler Maestro Aventurine, ein Pseudonym, versteht sich. Es gibt kaum ein Verwaltungsgebäude in Avistan, das von seinem Pinsel verschont geblieben ist.
Und hier vorne haben wir unser brittisches Gnomenkontingent, die Kavallerieformer. Wir alle sind gekommen, um euch zu helfen, die Mächte des Abyss zu bekämpfen. Das ist erstmal schön. Aber Kavallerieformer? Genau. Einer der berittenen Gnome grinst glücklich von seinem Sattel herab. Er wirkt von Kopf bis Fuß wie ein Brigant. Die Kavallerieformer sind eine uralte und angesehene gnomische Gesellschaft, jedenfalls in gewissen Kreisen. Unsere einzigen Rivalen sind die Pikenier-Konditoren. Doch anders als wir haben sie keine noble Legende von der Entstehung ihrer Gesellschaft zu erzählen. Dieser Legende zufolge hat einst ein mutiger Gnomenritter an einer Schlacht teilgenommen, die viele Tage lang andauerte. Er musste immer auf demselben Weg in die Schlacht reiten, an immer demselben Felsen vorbei. Bald hatte er diesen Felsen satt. Er fing an, jedes Mal, wenn er daran vorbeiritt, ein Stück von dem Felsen abzuschlagen und formte ihn auf diese Weise schließlich zu einem riesigen Apfel. Naja, es hätte auch was Unanständiges draus werden können, gell? Das kleine Spiel erwies sich als derart fesselnd, dass bald der gesamte Trupp des Ritters begann, es ihm gleich zu tun. Und dann stieg auch der Feind mit ein. Es versteht sich von selbst, dass sie alle Gnome waren. Der Krieg endete bald, doch zuvor hatten sie schon allerlei Obst und Gemüse aus einem Dutzend Felsen und einigen kleineren Findlingen geformt. Und all das im Sattel. So wurde unsere edle Gesellschaft geboren. Mhm. Ein Künstler auf einem Kreuzzug und ein Straßenkünstler obendrein? Soziel, bitte halt an dich. Und Maestro Aventurine. Staubige Galerien und pompöse Mäzene sind nicht meine Welt, lautet Maestro Avens würdevolle Antwort. Ich male nur an Orten, an denen jeder mein Werk sehen und seine besondere Bedeutung würdigen kann. Ich habe Blumen und die Sonne auf die Mauern belagerter Festungen gemalt, um die Angreifer erkennen zu lassen, dass sie den Frieden und die Freude anderer Leute zerstören. Ich habe einmal in der Hauptstadt von Cheliax ein Bild von Iomedaes Taten gemalt. Nicht, weil ich sie verehre, sondern um die Bürger von Cheliax daran zu erinnern, dass diese stolze, tyrannenstürzende Göttin dort geboren wurde. Ich weiß noch nicht, was ich hier in der Weltenwunde erschaffen werde, aber ich spüre, dass ich bei der Rettung dieses Landes eine Rolle zu spielen habe. Was Künstler so spüren. Mhm. Wofür sind die Göttin Chalitra und ihre Anhänger berühmt? Und ein streitlustig sehender Halblinkskrieger salutiert mit seinem Schwert vor dir. Chalitra ist die Göttin des Unfugs, des Kampfes und des Glücks und eine enge Freundin der Mondmutter Desna. Chalitra ist nicht die Göttin der strategischen Planung, sagen wir mal so. Als ihre Anhänger stürzen wir uns kopfüber in die Schlacht, führen andere mitten ins Getümmel und verabscheuen das Böse in all seinen Formen. Meine Freunde und ich wollen die Kreuzzüge schon lange unterstützen, aber nun gibt es zum ersten Mal eine Anführerin, der wir zu folgen bereit sind. Mhm, zu viel der Ehre. Warum wurde Mätresse Olla verbannt? Nichts als Vorurteile, sagt die zerzauste Frau und schüttelt angewidert den Kopf. Ihre Kleidung sieht aus, als wäre sie ein Dutzendmal versenkt und mindestens ein weiteres Dutzendmal durch verschiedene Farben gezogen worden. Die Leute vertrauen Alchemisten, die Kaiden Kaelian verehren, nicht, warum auch immer. Und sie halten auch meine Experimente für gefährlich. Was zum einen vollkommen absurd ist, die Wissenschaft hat eben ihren Preis. Und zum anderen habe nicht ich die Explosion in Absalom ausgelöst, die eine ganze Häuserzeile pulverisiert hat. Ich war nicht einmal dort. Aber nachdem ich nun von weniger engstirnigen Leuten umgeben bin, kann ich meine Talente endlich frei entfalten und diesen Dämonen zeigen, dass Bomben uns ebenso gut beschützen können wie Gebete. Wollt ihr alle meiner Armee beitreten? Natürlich nicht, antwortet Aranka, die offenbar für alle spricht. Wir sind nicht gekommen, um in ordentlichen Reihen zu marschieren, wie all die Kreuzfahrer, die vor uns kamen. Wir sind hier, um dem Ruf unserer Herzen zu folgen. Und wir werden helfen, wo und wie wir können. Wir werden alle etwas zu unserer Sache beitragen. Aber wir sind Freigeister. Wir nehmen von niemandem Befehle an und wir spielen ganz gewiss nicht bei den Kriegsspielen anderer mit. Und Ilkes ergänzt. Militärische Disziplin und die grauen Wände Dretzens rühren unsere Herzen nicht, Nokori. Aber ich weiß, dass ihr der Wind des Wandels seid, auf den wir gewartet haben. In Kenapres habe ich eure Güte, Tapferkeit und Beharrlichkeit erlebt.
Ich folge euch geradewegs in das Höllenfeuer. Wir alle. Aber jeder von uns wird seinen eigenen Pfad beschreiten. Und was mache ich denn nun mit euch? Ich weiß, was ihr tun müsst. Schlagt sie zu Rittern, flüsterte Aivu laut. Als sie Aranka und die anderen überrascht ansehen, fährt sie beschämt fort. Ich meine, ich habe viele Geschichten über Golarion gehört und das passiert in denen immer. Nokori ist doch der die Ritterkommandantin, oder nicht? Das heißt, dass sie euch alle zum Ritter schlagen kann. Gewöhnliche Ritter sind etwas langweilig, aber Nokori macht euren Eid sicher richtig aufregend. Und Aranka, das hört sich gut an. Wir sind dann die freien Kreuzfahrer. Was sagt ihr, Nokori? Lasst euch einfach einen Eid einfallen, damit ihr uns zu Rittern schlagen könnt. Und dann beginnen wir mit unserem Feldzug gegen die Dämonen. Und sie werden vor uns zittern. Und Deran. Meine Wertebase Gallfrei wird der Schlag treffen, wenn sie von dieser Farce erfährt. Daher genieße ich jeden Augenblick. Tut es einfach. Sie wird den Schlag treffen. Diplomatie 19. Da muss man eine 7 würfeln. Ach du, das ist wieder schwierig. Naja, die scheinen ja alle Desna in Verbindungen zu haben, im weitesten Sinne. Und Desna und die Azata, das steht ja auch in Verbindung. Deswegen war das hier. Nokori als Jägerin würde da eher intuitiv dieses Lied singen, als jetzt hier zu versuchen, irgendwie eine möglichst passende Rede zu formulieren. Daher das Lied von Elysium singen. Aranka, die Bardin, stimmt mit starker, klarer Stimme in das Lied ein. Der Rest beginnt ebenfalls mitzusingen und dann... Oh, Wahnsinn! Was? Wo kommt das denn her? Ich wette ein Glas Erdbeermarmelade, dass es direkt aus Elysium kam. Ich habe zwar keine Erdbeermarmelade, aber trotzdem. Die großen, erwachsenen Drachen in meiner Familie können ihre Umgebung so verwandeln. Aber wie ist euch das gelungen? Und Tal, das Mauerblümchen kratzt sich nervös an der Nase. Wir haben so etwas schon einmal gesehen, Nokori. In Kenabris. In dem Tempel, in dem wir uns alle versammelt haben. Ihr wurdet in eine leuchtende Aura gehüllt und wir haben Musik gehört, die gar nicht da war. Genau wie diesmal. Eine wundersame Kraft schlummert in euch und sie wächst. Meine Kräfte manifestieren sich spontan. Ich weiß nicht, warum das geschieht. Mauerblümchen blickt das kleine Fleckchen Natur an, das aus dem Nichts aufgetaucht ist. Wir werden versuchen, es zu ergründen. Wir alle. Ich werde Mätresse Ollas Hilfe brauchen und auch die der anderen. Wir schlagen hier auf dem Kamm ein Lager auf und beobachten alle Veränderungen. Noch gibt es nicht viel zu analysieren. Ich habe bis jetzt nur zweimal erlebt, wie um euch herum etwas Merkwürdiges geschehen ist. Beide Fälle waren spontan und beide Male wart ihr von Gefährten umgeben, denen ihr geholfen und die ihr beflügelt hattet. Beim ersten Mal habt ihr eine Vision gesehen, doch nun ist ein Fragment dieser Vision zum Leben erwacht. Wer weiß, Nokori, vielleicht könnt ihr die gesamte Weltenwunde heilen, wie ihr dieses kleine Fleckchen Stein geheilt habt. Alle sagen, ich wäre von den Göttern gesegnet worden. Und Aranka, ja, aber ich bin mir fast sicher, dass dies nicht Iomedaes Werk ist, oder zumindest nicht ihres allein. Eure Kräfte sind wie ein Lied der Freiheit, der grünen Wildnis, der tiefsten Sehnsüchte des Herzens, von Elysium. Die Krieger des Himmels sind zu stolz, um eine solche Macht zu besitzen oder zu gewähren. Eine solche Macht wird durch Azathas in die Welt gebracht, die Kinder der Freiheit und der Götter ihrer Ebene.
Unser leitender Stern Desna ist eine von ihnen. Was werdet ihr jetzt tun? Wir schlagen hier unser Lager auf. Unsere gebildeten Freunde werden diesen Garten von Elysium beobachten und studieren. Die Künstler unter uns werden beginnen, an ihrer Kunst zu arbeiten. Ich werde den kaldirischen Halblingen helfen, Angriffe auf die Dämonen vorzubereiten. Die Kavallerieformer, ich habe keine Ahnung, was die tun werden, aber ich hoffe, dass sie sich irgendwie beschäftigen. Kommt in ein paar Wochen noch einmal vorbei. Ja, bis dahin werden wir uns eingelebt haben und können euch vielleicht sogar schon etwas zeigen. Doch vorerst bleibt es ein Geheimnis. 2 Wochen warten und den Hof besuchen, okay? Oder Ivo ergänzt. Ihr habt das Wichtigste vergessen. Also wirklich, was wärt ihr nur ohne einen klugen kleinen Drachen wie mich? Jeder Azata hat einen Hof, den Hof des stillen Lachens zum Beispiel, oder den Hof des flammenden Sturms. Sie haben immer so schöne Namen. Die Leute kommen aus freien Stücken an den Hof und bleiben, weil es ihnen dort gefällt und sie sich dem Hof verbunden fühlen. Deshalb muss Nokori diesem Fleckchen einen Namen geben. Es ist schließlich ihr Hof. Dem Hof einen Namen geben, ganz wie echte Azatas aus Elysium, kann die Kommandantin ihrem Hof einen Namen geben. Der Gruppe, ihrer Verbündeten und dem Ort, an dem sie sich treffen. Hof der Kommandantin ist der aktuelle Vorschlag, da kann ja was anderes reintragen. Und ich nenne ihn, führ dahin, den Hof der totalen Verwirrung. Annehmen. Und damit können wir uns hier die Karte noch mal ein bisschen näher anschauen. Hier könnte ja noch was verborgen sein, was diese bunte Schar, nennen wir es mal so, bisher nicht gesehen hat. Hier können wir auch ruhen. Ah, okay. Aber das müssen wir jetzt gerade nicht. Wir haben das ganze Tal begrünt. Schau an, schau an. Aber hier ist nichts zu finden. Vielleicht verändern wir das auch noch weiter im Laufe der Zeit. Es kann sein, dass in dieser Senke irgendwas entsteht dann noch. Oder die bauen da was. Mich interessiert der Aufstieg zu dieser Ruine. Bin mir gerade nicht sicher, ob jetzt ein etwaiges Geheimversteck auf dieser unveränderten Karte jetzt hier auch wäre. Oder ob es da nicht wäre. Rein rollenspielerisch sind jetzt Dinge schwerer zu entdecken in diesem üppigen Grün als vorher, wo es hier blanker Fels war. Da geht's wieder runter. Aha. Dann mal da nach oben, dahin. Wobei die Ruine ist ja nicht großartig. Naja, ist auch ein bisschen verändert. Was war das mal? Ein Tempel? Scheint so. Aber irgendwie ist nirgendwo was zu finden. Das ist schade. Na dann, geht bitte wieder runter zu den Kollegen. Mal den anderen Weg jetzt. Hier runter. So. Die haben nichts zu sagen. Es gibt auch keinen Händler hier. Ja, dann warten wir mal, was die hier so treiben. Am Hof der totalen Verwirrung. Und für die Ritterkommandanten, was haben wir das ja gemacht mit der Quest? Hier müssen wir da abwarten, genau. Mittelspiel, das haben wir gemacht mit den Stellen. Alle Kreuzzugswerte aktivieren. Ah, das dauert ewig. Hier, über den Wolken.
2 Wochen warten und den Hof besuchen. Na gut. Ja, was nun? Achso, es wurde mir in den Kommentaren geraten, Finian anzuschauen, weil der jetzt durch seine Queste irgendwie anders wäre. Ach, machen wir mal Composite-Bogen lang draus. Ah, das ist ein +3-Bogen jetzt. Aha, eine +3-Waffe. Strahlendes Licht, Herzsucher. Mhm. Eine +3 geisterhafte Berührungswaffe des Herzsuchers. Diese Waffe kann einem lebenden Gegner die Seele entreißen. Im Fall eines Treffers verursacht sie zusätzlich 1d6 Punkte Energieschaden. Holla die Waldfee, Lan. Das ist ja besser als der Kailessa-Bogen, weil der ist ja lediglich ein normaler Composite +3 Langbogen. Hm? Ja. Finian? Wo bist du denn jetzt? Du bist nicht da, Finian. Moment, langsam. Für ganz doofe Let's Player. Da muss ich klicken und dann ist er dort drin und dann kann ich ihn hier raus. Ja, so geht das. Das ist völlig logisch, wie das geht. Der geht ja mal da hin und dann nimmt den da in die Hand. Das ist Finian. Und ich glaube, er ist bei Lan in guten Händen. Genau. Ja, sehr schön. So, dann könnten wir theoretisch in der Gruppenzusammensetzung auch gleich weitermachen. Jetzt wieder über Dresden zu laufen, macht ja gar nicht so viel Sinn. Die Armeen sind aber wieder bewegungsfähig. Wir haben da was entdeckt, die Aschengrotte. Da sind weitere Dämonenarmeen. Hier oben, diese 5er da, vielleicht gehen wir die aus dem Weg. Aber erstmal hier gucken, wie das... Tempel der guten Jagd. Ach, du ahnst es nicht. Geht's denn hier weiter? Ne, da geht's nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Da geht's weiter über die Grenze. Da kommen wir auch nicht lang. Dann gucken wir mal, dass wir hier oben diese... Ja gut, jetzt natürlich nicht mehr. Diese Armee in den Griff kriegen. Nokori. Also. In unmittelbarer Umgebung von Dretzen hätten wir jetzt noch diese Aschengrotte. Es hieß ja bei der einen Quest, der vermisste Speer. Ne, das war die von Seilkind. Seine Soldaten sind auf einer Aufklärungsmission südwestlich von Dretzen verschwunden. Mhm. Und hier die Schluchten südwestlich von Dretzen untersuchen oder einen Erkundungstrupp senden. Also da sind jetzt zwei Sachen, die mit wichtigen militärischen Problemen verknüpft sind, in einem demselben Gebiet zu verorten, zumindest was Nokori im Moment weiß. Deswegen würde sie jetzt mal anfangen, diese Schluchten irgendwie zu erkunden. Können wir dann aus Dretzen, wenn wir da da rausgehen, können wir da oben lang. Hm. Ist es nicht vielleicht besser, mal am Grund der Schlucht dran, lang zu laufen? Also mit anderen Worten hier lang. Nichts entdeckt. Das Ding da ist Tempel der guten Jagd. Oh ja, Nokori ist Jägerin. Sie ist jetzt dabei, diese Grotten, Schluchten zu erkunden. Und wenn sie da nichts findet, dann guckt sie mal an diesem Schrein vorbei. Nichts entdeckt. Na dann gucken wir uns den mal an. Ja. Soziel stirbt. Ich habe versucht, ihn zu heilen. Ja gut, also das ist jetzt Grund genug, zurückzulaufen. Denn wir haben, wenn wir Tote erwecken, haben wir zwar theoretisch, aber praktisch nicht. Und eine Terendelef-Schuppe war auch nicht mehr. Ach Mensch, Soziel, du hättest doch deine komische Krankheit mal behandeln lassen können. Also ehrlich.
Und zwar behandelt lassen von dir selber. Wenn du das nicht richtig würfelst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Man sieht, an der Dämonenpest kann man sterben. Und deswegen wird Soziel auf Borstels Rücken geschnallt und es geht gleich wieder zurück. Jetzt sind alle erschöpft. Kann man nicht ändern. Aber was entdecken tun wir ja auch nicht mehr. Was war das? Gebrochene Seele. Irgendwas ist jetzt gerade passiert. Keine Ahnung, was es war. Irgendeine andere Armee könnte gezogen sein, aber ist nur so ein Verdacht. Ich will ja nichts verwalten. Ich will ja nach Norden. Und ja, da unten ist irgendwas. Schließen. Da. Eine 10er-Dämonenarmee in der Klasse. Chaos. Also, ich möchte jetzt erstmal zum Tempel. 6000 Goldstücke ist uns Soziel wert. Grrr. Und dann müssen wir das noch ins Werk setzen. So, da ist er wieder. Ja, du brauchst auf jeden Fall noch eine Genesung. Hast jetzt Gewandtheit minus 1. Dann trink mal einen Trank hier. Macht der irgendwas mit dir? Bumm. Du hast einen Trank, der teilweise in Genesung getrunken, was dir aber offensichtlich nichts nutzt, richtig? Ach ja, dann müssen wir uns um deine... Ja, wobei, jetzt ist hier wieder die 10. Konstitution ist 9 abgezogen und hier Weisheit 19. Ey, Dämonenpest, das brauchst du echt nicht, so ein Scheiß. Ihr seid auch schon wieder müde. Größtenteils. Die unterwegs waren, sind müde, gell? Ah, nicht alle. Doch, nur Kori ist sogar entkräftet. Okay, dann werden wir hier noch rasten. Es bleibt beim Steckerl Fisch. Was denkt ihr, würde passieren, Nenio, wenn man zwei Barbaus an ihren Schwänzen zusammenbindet und über ein mit Säure gefülltes Loch hängt? Das habe ich längst erforscht, Asima, Junge. Dämonen sind vergleichsweise resistent gegen Säure und ihre Schwänze lassen sich nur schwer verknoten. Wo kommt die Badewanne her? Ein starker, berauschender Duft liegt in der Luft und Dampf steigt sanft aus der Badewanne auf. Deran sitzt auf dem Rand der Wanne. Er hält sich mit beiden Händen fest und lässt träge eines seiner Beine baumeln. Sein Gesicht ist der Inbegriff der Unschuld. Ah, meine liebe Kommandantin. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Ich habe mir erlaubt, mich um euer Wohlergehen zu sorgen und euch ein Entspannungsbad einzulassen. Baden hat eine äußerst heilsame Wirkung und ist essentiell für eine gesunde Erholung und einen guten Schlaf. Was der Sülzen kann, der Typ. Was ist das für ein süßer Duft? Kräuter von Bergwiesen. Ich weiß, dass viele Fachleute für ein heißes Bad Duftöle, Rosenblätter oder Schaum bevorzugen. Doch ich habe mich für Kräuter entschieden. Sie sind einfach in sämtlichen Belangen überlegen und sie inspirieren Gedanken an die Freiheit. Eure Versuche, mich zufriedenzustellen, sind löblich. Ihr dürft sie fortsetzen. Das meintet ihr also, als ihr erwähnt habt, wie gerne ihr badet. Ha!
Ihr erinnert euch daran. Deran lächelt. Ganz genau. Ich bin ein wahrer Meister der Badezauberei. Und ich war so gnädig, meine arkanen Talente dafür einzusetzen. Mhm. Ich tendiere dazu, das endlich mal anzunehmen. Allerdings, wir haben gerade erst Soziel von den Toten wieder auferwecken lassen. Das war schon irgendwie keine so schöne Geschichte. Nee, wir lassen ihn noch ein bisschen zappeln, denke ich. Eure Versuche, mich zufriedenzustellen, sind löblich. Ihr dürft sie fortsetzen. Ihr seid ein erstaunliches Geschöpf. Was ich damit sagen will, neben eurem übergroßen Ego wirkt sogar mein Selbstbild schon fast bescheiden. Das finde ich ganz entzückend. Wie dem auch sei, er erhebt sich. Ich muss jetzt gehen. Ich lasse euch mit dieser Wanne der Wonne allein. Verzeiht mir das kleine Wortspiel. Doch wie soll ich ein heißes Bad inmitten dieser dunklen, kalten Steinfestung sonst nennen? Danke, ich werde euer Geschenk auskosten. Ich wünsche angenehmes Einweichen. Ihr habt es verdient. Deran zieht sich mit einer leichten Verbeugung zurück. Ah. Kommen hier die ersten Leute. Lasst mich doch mal in Ruhe. Dämonen schlachten. Aber nein. Früher Sonnenuntergang. Andersweltlich ist wohl das beste Wort, um das Gesicht des Fremden zu beschreiben. Alles an ihm deutet darauf hin, dass er von einer anderen Ebene stammt. Er verneigt sich elegant und würdevoll vor dir. So seht ihr also aus, Störenfried. Ganz Elysium spricht neuerdings nur noch von euch. Eure Macht hallt auf den Ebenen wieder wie eine Glocke. Ich bin ihrem Ruf gefolgt, um euch zu beraten und vor Fehltritten zu bewahren. Noch so jemand. Langweilig, gähnt Aivu. Und der frühe Sonnenuntergang. Weisheit ist oft ermüdend. Ein Sterblicher kann nicht erwarten, übernatürliche Macht einzusetzen, ohne ein wenig beaufsichtigt zu werden. Ihr tätet also gut daran, von einem wirklich übernatürlichen Wesen Rat anzunehmen. Nokori, ihr könnt mich früher Sonnenuntergang nennen. Ich hoffe, zu eurem engsten Berater zu werden, in allen Angelegenheiten, ob groß oder klein. Da war aber das Wort Störenfried eine ganz schlechte Beratung, die du dir selbst gegeben hast. Ihr seid also ein echter Azata, ja? Kommt ihr aus Elysium? Nicht ganz. Die Kunde von euch und euren einzigartigen Fähigkeiten hat mich erreicht, als ich zwischen den Ebenen reiste. Ich komme also nicht direkt aus Elysium. Ich kann euch aber sehr viel darüber erzählen, wenn ihr wollt. Wie genau könnt ihr mir helfen? Ich werde eure Fähigkeiten überwachen und beobachten, wie sie sich entwickeln. Ihr habt inzwischen sicher schon herausgefunden, dass sie etwas chaotisch sind und zu spontanen Manifestationen ohne euer Zutun neigen. Das ist keine Überraschung. Azatas und andere übernatürliche Wesen haben ihre Kräfte von Geburt an. Sie sind ein Teil von ihnen. Ihr dagegen habt eure Kräfte plötzlich erhalten. Dieses Geschenk kann für den Beschenkten lästig, ja sogar gefährlich sein. Ich werde versuchen, mehr über eure Kräfte in Erfahrung zu bringen und euch lehren, sie mehr und mehr zu kontrollieren. Ein Mentor ist für ein solches Unterfangen unerlässlich. Und Aivo, wenn ihr wirklich ein guter Mentor seid, solltet ihr ihr die Sachen zeigen, die Spaß machen. Zum Beispiel mit Schlagsahne hübsche Bilder in Beerenmarmelade malen. Solche Sachen. Aivo leckt sich die Lippen. Nicht diesen langweiligen Kram. Was wisst ihr über meine Kräfte? Sie sind ohne Zweifel einzigartig. Alles deutet darauf hin, dass ihr die Kräfte der mächtigsten Azata habt, wie auch immer das gekommen sein mag. Sterbliche haben viele Gaben und können ein außergewöhnliches Geschick für die Magie entwickeln. Aber eure Fähigkeiten gehen weit darüber hinaus. Für sie gelten andere Regeln, sofern es denn überhaupt etwas wie Regeln gibt. Falls dies der Wille eines der Götter von Elysium ist, will ich seine Absichten als erster entdecken. Wobei das Ganze kein bewusster Plan sein muss, sondern auch ein unbedachter Scherz sein könnte, den sein Urheber längst vergessen hat. Wenn dem so ist, seid ihr umso mehr auf meine Hilfe und meinen Rat angewiesen. Schön, euch kennenzulernen, früher Sonnenuntergang. Ganz meinerseits. Der Neuankömmling neigt den Kopf. Ich werde eure Zeit nicht länger beanspruchen.
Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, bin ich in der Nähe. Ich werde euch eine ganze Weile beobachten müssen, um festzustellen, wie genau sich eure Kräfte manifestieren und wie ihr sie einsetzen müsst, um zu verhindern, dass sie außer Kontrolle geraten. Sobald ich etwas Nützliches vermelden kann, lasse ich es euch unverzüglich wissen. Danke. Jetzt haben wir hier dauerhaft Rosen und dauerhaft eine Badewanne, oder wie? Die Badewanne ist weg. Ja, Lan, streng dich mal an. Ja, ich möchte ja gerne eine Chance geben, aber muss mal ein bisschen mehr kommen jetzt in letzter Zeit. Deran hängt dich ja langsam echt ab. Nun gut. Die Zeit hängt uns auch ab, liebe Gwirlinge. Die Episode der verschiedenen kleinen Dinge ist zu Ende. Dem guten Sosiel geht's hoffentlich wieder besser. Ja, das müssen wir hier noch wegkriegen mit dem Schaden, aber das kriegen wir irgendwie hin. Die Helden sind frisch. Wir haben Steckerfisch im Bauch, damit können wir länger wandern. Und in den Schluchten südwestlich von Dretzen haben wir jetzt nichts gefunden, deswegen werden wir oberhalb der Schluchten weitersuchen und uns in Richtung dieses Jägerschreins vorarbeiten und oder in Richtung der Aschengrotte, und das gleich schon am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!